Schön, schön, schön. Vlads Kinder, ne? Also die ersten beiden. Die sind da jetzt umgerechnet grob irgendwie so um die 2 Jahre alt, ne? Das heißt, sie können schon mit Gewehren rumrennen. Sind Orks. Nee, nee, weißt du, was das heißt, was du jetzt ganz besonders häufig hören wirst? Deine Mama? Nee, eher sowas wie: Nein! Ich kann das schon! Lass mich! Verstehst du? Hochrote Köpfe. Ork-Füße gegen Stühle und mehr. Die beste Cool, Zeit, um schwanger Trotzphase. zu sein. Sag mal, die könnten zwar jetzt alleine essen, aber die können auch gut mit Essen werfen. Finde ich völlig plausibel. Die können halt leider noch keine Tische umschuppen, aber Teller. Das haben sie vom Vater. Was ist da los? Was soll denn das heißen? Der kommt das auch schon mit zwei. Das kann sein, ja. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Genauso wie wir nie angemerkt hatten, dass über Jojos Verstümmelung an der Hand was kann, aber durchaus zumindest mal aufgefallen sein könnte, auch wenn es ihn nicht interessiert, auch wenn es kein Gesprächsthema ist. Der Vollständigkeit halber. Bestimmungen hat? Ach so. Sie hat eine ungefähr 1 Zentimeter breite Narbe, die sich quer über die ganze Handfläche zieht. Was hast du schon wieder getan? Und das Ding ist, das ist nur deswegen herauszustellen, weil sie sich ja sonst alle Narben weglasern lässt, die eitle Schlampe. Ja, aber was hat sie getan? Die war einfach irgendwann da. Gut, ich frag dich, was hast du getan? Das war übrigens schon, bevor du in die Gang kamst, ne? Dann habe ich dich damals gefragt. Zeitsprung, was hast du getan? Leider machen wir ja keine Rückwärtszeitsprünge, weil immer, wenn irgendjemand mit Zeit rumspielt, in Film, Buch, Fernsehen, was auch immer, das immer scheiße ist. Was auch überhaupt kein Problem ist, weil letzten Endes, ich sag mal, ich meine, Frauen beschweren sich immer, dass Männer nicht irgendwie, ne, ich habe eine neue Frisur, das ist dir nicht mal aufgefallen. Hast du jetzt einfach gar nicht zitiert? Ja. Insane. Warum denn nicht? Das ist quasi ein Spielleiter-Zitat, also muss es Kaba nicht mal zwingend aufgefallen sein, weil so oft guckt man auch nicht auf die Handflächen anderer Leute. Na gut, und vielleicht hat er erkannt, dass dann gerade in dem Moment nicht die Zeit war zu fragen, weil gerade wieder irgendwas war. Jojo war gerade vertieft in labyrinthische Arbeiten. Okay. Erzähl es mir ruhig nicht. Stell mich als unsozial hin, dass ich das nicht gesehen habe und nicht angesprochen habe. Ja, mach das ruhig. Spielleiterwillkür. Ja, Moment, ich habe dir eine Rechtfertigung gegeben, dass du es bemerkt hast, aber dass sie gerade wieder ihre Tage hatte und du deswegen sie nicht drauf ansprechen konntest, weil man sie gerade auf nichts ansprechen konnte, weil sie halt einfach eine zickige kleine Tussi ist. Ich hab dir geholfen. Das letzte halbe Jahr ist eine, ja gut, du hast recht. Sie ist eine Ja, ziemliche jetzt Tussi. warte mal kurz, also Jojo, meiner guten Stimmung anzutreffen, da kannst du ja auch einfach mal zum Lottoladen gehen und sagen, ich kaufe alles. Das ist voll die Lüge, du kleiner dreckiger Wichser. Bist du denn jetzt so? Du verbreitest wieder Lügen. Du sagst, die ganze Zeit ist die nur scheiße drauf und so, und das stimmt überhaupt nicht. Ja, aber wie soll ich jetzt denn dieses Dilemma lösen? Hast du dran gedacht, diese Narbe zu erwähnen? Nein, ich habe nicht dran gedacht, diese Narbe zu erwähnen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil es auch eigentlich gar nicht so sehr auffällt. Okay, das ist eine 1 Zentimeter breite Narbe. Weißt du, wie dick das ist? Ich weiß, wie dick Bei das ist. Jojos Handgröße, die ja auch ungefähr 1 Zentimeter ist. Gefühlt. Ich weiß, wie dick das ist. Aber wie gesagt, meistens benutzt du die Hände oder du hast irgendwas und so oder was weiß ich. Und dann Ja, wird sie, eben. und dann wenn, selbst wenn du gefragt hast, wird sie dir einfach gesagt haben, Magic. Na gut, das können wir zurückspringen. Sie sagt dir Magic. Ich gucke sie verständnislos an. Du bist keine, deine Kinder sind so, nee, nicht deine, sondern deine Neffen und Nichten sind so jung. Nein, deine Nichten? Deine Nichten sind so jung. Die dürfen noch ein Wort sprechen. Du nicht. Wovon redest du? Das hat mit magischem Kram zu tun, den ich dir nicht erklären kann, weil ich ihn einfach nicht wirklich erklären kann.
Was hast du gemacht damit, als das Ding kam? Eine Laterne festgehalten. Wie ja. Jetzt? Wo, ja. Wann, warum? Wo, keine Ahnung. Warum? Weil ich musste, wann, keine Ahnung, es müsste jetzt ein paar Monate her sein. Was war das für eine Laterne? Eine Laterne. Eine magische Laterne? Möglich, keine Ahnung. Hast du dich astral untersuchen lassen? Brauche ich nicht. Dinge hinterlassen nicht umsonst irgendwelche Narben. War ein Kampfzauber oder sowas? Nein, es war kein Kampfzauber. Das hat schon alles seine Richtigkeit so. Das ist in Ordnung. Das ist auch nichts, was untersuchungswürdig ist. Glaube mir, wirklich, dieses Mal. Das hatte alles seine Richtigkeit. Er guckt dich sehr skeptisch an. Er ist nicht zufrieden. Manche Dinge hinterlassen Spuren und das ist auch nicht weiter schlimm. Gut. Bist du dadurch irgendwie beeinträchtigt? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Er zieht nur Augenbraue hoch. Das bedeutet? Muss ich dir alles aus der Nase rausziehen? Nein, aber ich verstehe, ich weißt du, ich habe selber nicht so die Ahnung, wie ich es erklären soll, weißt du? Das ist das Problem. Und es ist irgendwie, ich habe jemandem geholfen, quasi so halb. Und das ist irgendwie dabei abgefallen. Also, nein, aber das ist, war dabei, ist das passiert. Okay. Du gehst also in einen Gefecht, ohne mich zu informieren, dass ich auf die aufpassen soll. Das war kein Gefecht, da hättest du mir auch nicht helfen können, du hättest nicht mal mitkommen können. Ich zeig auf die Narbe, du wurdest verletzt. Du hättest nicht mal mitkommen können, Kaban, ich weiß nicht mal, wo ich war. Du wirst ja wohl irgendwie hingekommen sein. Ja, aber ich glaube, das war kein Weg, der dir offen stand. Ich dachte, du projizierst nicht. Tu ich auch nicht. Deswegen ist die Narbe ja da. Ich dachte, die Magier können ausspielen aus ihrem Körper und dafür kriegen die keine Narben. Was? Magier können doch aus sich rausspielen, dieses Projizieren-Dings. Ja. Dann fliegen die doch rum, ohne Körper. Ja. Davon kriegt man aber keine Narben. Das ist richtig. Das ist der Grund, dass ich nicht projiziert habe. Also, ich hab's nicht, deswegen ist die Narbe da. Dann hätte ich auch mitkommen können. Nein, hättest du nicht. Hättest du einfach nicht, glaub mir einfach, dass du es nicht gekonnt hättest. Es gibt Orte, wo du nicht hin kannst, Kaban. Es ist einfach so. Ja, Zwergengebäude. Ja, viel zu klein, die Decken. Ja, das auch. Ich weiß nicht genau, wo das war oder was das war. Ich weiß es einfach nicht. Es hatte was mit dem Mädel zu tun. Die mir immer die Köpfe gebracht hat. Dieser Art Geist. Ja. Du bist mit einem Geist in die Welt von dem Geist gegangen? Nein, es war nicht ihre Welt. Also,
So halb, aber eigentlich nicht. Sie hat keine Welt. Er guckt dich ein bisschen ungläubig an. Muss man da nicht richtig mächtig für sein, um das zu können? Keine Ahnung. Hm. Eigentlich nicht. Na, offensichtlich. Du musst halt nur entweder den richtigen Schlüssel haben oder den entsprechenden Preis bezahlen. Ah, und das war die... Nein. Der Preis. Achso. Nein. Sondern ihre Seele. Okay. Glaub mir aber nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Überhaupt nichts. Na, die Frau war schon ein bisschen gruselig. Ja, aber... Keine Ahnung. Hat sie sich ja auch nicht ausgesucht. Wie du das sagst? Ja. Okay. Nun gut. Aber nächstes Mal sagst du mir Bescheid, dann passe ich auf deine Turnschuhe auf. Auf meine Turnschuhe? Ja, die musst du ja irgendwo hier lassen, wenn du dann irgendwo anders hingehst. Nee, ich habe meine Turnschuhe nicht da gelassen. Und das war was ich allein machen musste. Da hättest du mir nicht helfen können. Da gab es auch nichts, worauf du hättest aufpassen müssen. Okay. Na, jedenfalls, wie gut, dass nichts passiert ist. Also bis auf die Hand. Aber das hat nicht zu sehr weh getan. Naja, es war halt verdammt heiß. Hm. Aber wie gesagt, alles easy. Na gut. Dein Bruder hat mir sonst auch den Sack abgerissen. Nee, hätte er nicht. Das war, bevor du Prossi warst. Ja, aber ich habe trotzdem immer mit dir rumgehangen. Und ich habe immer eher gekriegt, wenn dir was passiert ist. Nee, der wusste schon, dass da irgendwas läuft. Okay. Hat ein bisschen gedauert. Ich hielt es dafür klüger, Bescheid zu sagen. Hm. Nun gut. Alles Easy. Okay. Oti? Das mit dem Wurm ist jetzt offiziell richtig? Das mit dem was? Dem Wurm. Dem Parasiten. Was? Ihr Kind. Okay, also das ist erstens immer noch ein Intro. Und zweitens, das hat jetzt keiner mehr bemerkt. Ja. Und zweitens war das ja jetzt übrigens ein völlig unzulässiger Ausflug in die Vergangenheit. Das heißt, ich möchte noch ganz schnell jetzt das Intro abschließen, weil ihr ja jetzt... Ich wollte gerade das Thema wechseln. ...schon so schön spielt. Das kannst du gleich machen. Wir sind da natürlich anderen... Nein! Wir sind da völlig aus anderen Stelle und das war ein unzulässiger Ausflug in die Vergangenheit. Also, ich fasse jetzt ganz schnell die letzte Folge, den letzten Spielabend zusammen. Nachdem, wie jeden Morgen, Kaban und Jojo aufstanden, um die giraffenköpfigen Baumwichtel zu beobachten, die Hypnokröte im Fernsehen anstarren, gingen sie hinaus und wurden von einer fliegenden Kuh aus dem Weltraum erschlagen. Ich hab euch gesagt, ihr sollt nicht in die Vergangenheit reisen, ihr Wichser. Viel Spaß und bleibt geil. Jotti. Ich bin völlig aus dem Konzept, ich will jetzt nicht mehr Rollenspielen, so. Das kann ich verstehen, ich auch nicht. Vergangenheit. Aber sie hat in der Vergangenheitsretroperspektive ja gesagt, dass ich Prossi bin. Also war das gar nicht so weit die Vergangenheit. Ja, aber ich wusste überhaupt nicht, wo ihr sein wollt. Ich doch auch nicht. Ja, das hätte man ja mal vorher nicht fest. Ich weiß, aber wir hätten auch einfach sagen können. Du bist der Spieler, du beschimpfst die Welt. Selber schuld. Da hab ich doch gerade, da waren die raffenköpfige Baumwichtel, eine fliegende Kuh aus dem Weltraum und die Hypnokröte. Ich habe eigentlich alles abgehakt. Haben wir schon wieder LSD getrunken? Welt, bitte, wie sie mir gefällt. Aber sie ist schwanger, sie darf doch kein LSD nehmen. Ja, warte mal kurz. Aber zu dem Zeitpunkt, ein paar Monate vorher, hat sie das ja nicht mehr gemacht. Das war ja schon viel länger her. War das vor TikTok-Ära? War das nach? Ihr habt überhaupt keine Ahnung mehr, wann das war. Das war auf jeden Fall vor TikTok. Dann ist das ja einfach, weiß ich nicht, ein halbes Jahr her. Oder mittendrin? Nee, das war während.
What? Ja, das war während. Da ist wenn er das auch, mit der, war das das mit dem Astraltor in der, im Ganggebäude? Nee. Gut, das finde ich creepy. Ich glaube, das war, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, als die Granate geschmissen wurde, War das schon alles passiert? Da war das schon. Wir haben da nicht in der Ära TikTok irgendwie mal, ach doch, da hatten wir ewig Pause wegen irgendwas. Deinetwegen! Wir hatten doch aber nicht deinetwegen Pause und dann hast du irgendwie Initiation gemacht, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, wann es war, ehrlich gesagt. Ich weiß es echt nicht mehr. Siehst du, es ist einfach übel lange her. Das kann man überhaupt nicht backrollern. Dann müsst ihr mich nämlich nicht für so Kleinigkeiten wie eine kaputte Hand einweisen. Entschuldige bitte, ich habe das nur der Vollständigkeit halber. Du wolltest ja unbedingt wissen, was da los ist. Ja, sicher will ich das. Ich bin ja interessiert an meinen Mitmenschen. Jetzt tu doch nicht so. Naja, außerdem brauchten wir einen Grund, um quasi das zu erwähnen für den Zuhörer. Wir hätten es auch einfach outgeben lassen können, sag ich mal. Denn keiner hier, der zuhört, denkt irgendwie, dass hier was konsequent an einem Faden oder sonst wie irgendwie zusammenhängt. Deswegen machen wir hier auch Zeitsprünge, damit wir mehrere Zeitlinien haben. Mehrere Zeitlinien, ich verstehe. Aber in der Innenseite ist er jetzt tot. Stimmt. Dafür gibt es ja viele verschiedene Zeitlinien. Ah, jo. Dann kann man nämlich auch zwischenzeitlich sich mal gegenseitig besuchen, um sich gegenseitig umzubringen und dann den Platz einzunehmen. Siehst du, ich hab doch gesagt, alles mit Zeitreise ist immer scheiße. Ist auch einfach so. Nenn mir einen guten Zeitreisefilm. Zurück in die Zukunft. Bitte, diese Diskussion möchte ich jetzt nicht aufleben lassen, bitte. Hätte ich auch nicht gemacht, ich hätte gesagt, nein. Hallo McFly, jemand zu Hause? Spielabend, keine Diskussion über Filme. Es ist also folgendermaßen. Und zwar, hieß es ja, am nächsten Tage, dass da quasi nochmal Joffrey und Josh Neue sich beraten, ob die jetzt irgendwie vielleicht mal dem Typen hinterher rennen wollen, der so ein böser Magier ist. Kaban-Perspektive. Vlad kommt irgendwann recht genervt raus. Und was draußen ist, also Prospects, geht ihm aus dem Weg. Ich denke, die Sache ist klar. Wenig später. Hat ein bisschen bessere Laune und kommt nochmal kurz zu dir, Kaban. Das sollte jetzt passen. Und wir müssen nicht mehr ein Pärchen raus. Was hat er gesagt? Das sollte jetzt passen und die müssen nicht mehr ein Pärchen raus. Ah, okay. Gut. Aber du kannst mal rausgehen und Anna und Fojo helfen, die ganzen Kisten reinzuschleppen. Stell die mal hinten in den Kindertraktor in den Flur. Machen wir. Gut. Du erkennst viele Kisten. Ach, nee, kannst du gar nicht erkennen. Das sind Kisten. Und zum Teil auch Mobiliar. Wenig später kommt Gandhi, geht zu Vlad. Kannst du mir erklären, was das soll? Ich komme nach Hause und da steht einfach nur ein scheiß Terrarium und erstmal kriegt ihr daraufhin eine gefatscht, also mit der Faust. Jetzt pass mal auf, du dummes Stück Müll. Kinder brauchen einen scheiß Vater oder am besten den, der hier ist. Also halt die Fresse und leb dich ein. Daraufhin wandern einige Gangblicke in Richtung Jojo, die verträumt und allein in der Werkstatt mit offener Tür arbeitet. Dann werden ein paar Leute reinspazieren, dann kriegt Jojo kurzes Umarmchen und ein Küsschen und ein Glückwünschlein. Dann wird auf sie angestoßen und die hat bestimmt richtig viel Bock. Sie wirft ihrem Bruder einen Blick zu, der sagt, so dreckiges kleines Waschweib. Der ist schuld. Da wird er reingehen, sich kurz mit dir darüber unterhalten. Und dann ist der Teil erstmal gegessen. Bei Jojos Prägnantität werden die Gänger natürlich etwas mehr zu aufpasserischen, behütenden Wesen.
als bei der Schwangerschaft von Vlazan. Denn die kennt man ja besser. Und die ist ja auch mehr wert. So, aber das sei damit, ne? Ich habe ausgewürfelt, wie lange er es durchhält. War nicht so lange. Des Weiteren. In den nächsten Wöchelchen, gar Monaten, wird sich ein Prozess vollziehen. Der erste ist, es kommt immer wieder mal zu so Gesprächen darüber hin, ob das Sivori scheiße ist. Überraschung, ne? Und das zweite, gibt es eine kleine Polizeiumstellung, die sich vollzieht. Diesmal nicht von Konzernseite her, sondern es sind da einfach neue Leute eingesetzt worden und so weiter, bla bla bla. Und zwar der Effekt auf euch, um das mal ganz kurz zu machen. Ihr kommt mit ein paar Leuten richtig gut klar. Ein paar Leute sind einfach träge Wichser, die mehr verdienen wollen, und ein paar wissen, dass sie nicht sterben wollen, wenn sie Streife fahren. Und deswegen, ne, und so weiter. Die würden euch so euch zu erkennen geben könnt und nicht gerade irgendwie super Stress ist, einiges durchgehen lassen. Mit einiges meine ich nicht, dass ihr erhobener Waffe einer Leiche gegenübersteht und sagt, Alter, ups, hast ja viele Kugeln gefressen, das war echt doch Kerl. Das können sie unbedingt nicht, das, da müssten sie vielleicht mal kurz gucken, ob man doch mal sagt, das geht aber nicht. Es gibt immer noch ein paar, die auch sehr nahe sind der Gang, so freundschaftmäßig. Gerade der Bulle, also der Gänger, der Bulle heißt, hat natürlich ein paar Beziehungen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ihr irgendeinen Shit habt, den ihr gerade durchzieht, zum Beispiel ihr habt da eine Kiste voller schönster Waffen und ihr hört sie reden, ist der Instinkt jetzt nicht mehr, oh scheiße, Alter, hol mal einen Crestick raus, sondern fuck, wir sollten weg. So. In-game rechtfertige ich das mit, ist mir doch scheißegal. Outgame rechtfertige ich das mit, das ist einfach besser so. Wenn es eine gewisse Bedrohung gibt. Ihr könnt mich jederzeit fragen, ist das ein Bulle, mit dem wir können? Oder was würde der noch verkraften, wenn wir vor ihm irgendeinen Shit abziehen? Weil ihr das wisst und ich, das muss man ja auch immer spontan, ne? So. Cute. Genau. Das waren die Präambeln. Magische Ausstellung geht, Jos, hat überhaupt keinen Effekt auf dich, Jojo. So, wir gehen mal in Dezember rein. Das heißt, habe ich kurz vor dieser magischen Ausstellung noch Zeit, ein bisschen neben meiner Prospektzeit zu jagen zu gehen, damit ich halt, da wird wahrscheinlich sehr viele Magier sein und die werden sehr viel Zeug kaufen wollen. Abgelehnt. Mist. Ist grad nicht so. Nee, machen wir nicht. Vor allen Dingen, weil die Magier, die dort sind. Ich meine, du hast ja einen Unterhändler und so. Naja, ne, machen wir trotzdem nicht. Vor allem, weil du auch nicht der Einzige bist, der auf die Idee kommt. Also, die Trennung Freyas ist übrigens schon ein bisschen länger jetzt wieder her. Also jährt sich ein Jahr jetzt, um so genau zu sein. Im Monat ist das dann schon her. Jojo, 24. Woche. Da ist, glaube ich, schon einiges los. Man sieht's auf jeden Fall deutlich. Man sieht es, du wirst, also ich sag mal, da wird nicht mehr, also, ne? Du hast jetzt schon mit deinen Kontakten abgeschlossen, lange Zeit. Ja. Sehr gut. So, Kaban. Dir wird zum Teil, werden dir zum Teil jetzt ab und zu mal in Geleit ein paar andere Aufgaben zugeteilt, als nur hol das, mach das sauber. Also das gibt's immer noch, ne? Ja, klar. Aber es gibt, du darfst aber du darfst halt auch ein paar andere Sachen machen, zwar sowas wie Geld eintreiben und so ein Shit, mal passt. Nutten trösten. Cool. Nein. So. Es ist nicht so. Ist egal, so. Auf jeden Fall, eines Abends. Ah, das ist einfach der 23. Dezember. Nice. Am 23. Dezember. Cool.
Carbon hat eine Weihnachtsmütze auf. Kommt Paulina und Mischa und Paulina nimmt dir die Mütze weg und legt, haut die auf den Boden. Oh, du hast einen lila Pudel, reicht's nicht langsam? Ho, ho, ho. Morgen kannst du Weihnachtsmann spielen für die beiden? Aber heute nicht. Okay. So, du nimmst dir mit Panzerung, Knarre, Comlink, Müsli-Riegel und Schuhwerk für draußen. Eine warme Jacke. Check. 5 Minuten. Check. Ich gehe los, besorge die Dinge. Sehr gut. Die waren dann draußen an einem kleinen Van. Und dann darfst du damit einsteigen. Oder dann fahrt er los. Mischa fängt an, eine Tüte zu bauen mit dem allseits bekannten Tüten-Origami. Das heißt, er wird da vorne, da ist dann immer noch so eine schöne Blüte dran, so eine Rosenblüte oder auch, keine Ahnung, das Ding hat Flügel. Ich sag mal, das brennt recht schlecht, sieht aber sehr schön aus. Das ist das Wichtige, oder? Nee, aber ist erstmal egal. An der Grenze wird das vielleicht erstmal wegpacken. Dann fahrt er da raus, dann fahrt er zu einer stillgelegten Tankstelle dort. Die ist schon sehr, sehr lange, steht die still. Steigt da aus. So, also Kaban, irgendwo hier ist eine Bodenplatte mit Stuff. Das ist uns noch nicht lange bekannt. Das ist hier schon sehr alt und wir haben richtig Bock zu suchen. Na dann. Achso, ich mach mal Störsender an. So. Wir sollten fertig werden, bevor es zu spät wird vielleicht. Wäre vielleicht besser. Ja. Was weiß ich über diese Gegend? Was für gefährliche Ritter laufen hier rum? Keiler. Ich weiß es nicht. Es ist nicht unbedingt waldnah. Dass das irgendwelche Sumpf... Hauptsächlich vermute ich... Nee, kalte Gebiete haben keine giftigen Viecher, ne? Seltener. Ich glaube, keine Viecher, die für euch wirklich gefährlich sind. Okay. Ist auch gut. Das sind eher so Kleinsäuger und so ein Shit, die sich gegenseitig jagen. Lurche. Naja, dann wären die ja schon in Winterstarre. Stimmt. Und Lurche sind tatsächlich ja auch keine Kleinsäuger. Das stimmt. Gut. Außer natürlich parazoologische Lurche, das sind auch Säuger. Ach so, es ist ja, so. Ja, klar. Das sind fucking Zwitter. Also, ihr sucht dann eine ganze Weile, das ist richtig schöne Arbeit, weil manchmal muss man einfach die Handschuhe ausziehen, um irgendwelche Ritzen zu fassen und so, und es ist halt einfach Dezember in Russland. Ja, schön. Gut. Das heißt, zwischendurch ist dann auch immer wieder mal ein bisschen Pause im Wagen, schön Heizung an und ein bisschen durchfrösteln. Oder dann mal vielleicht ein Zügchen von dem Tütchen nehmen. Da kann man auch immer nur so 2 Züge pro Mann nehmen, weil das Ding dann schon wieder ausgeht. Er hat es also genauso gefalten, wie es perfekt war. Geplant. Ey, Mischa. Also, Kaban. Ey, Kaban, sagt Mischa. Ja. Oder Sue meinte, mit dir muss ich mich nochmal unterhalten. Warum? Wegen, genau, wegen Gelddingens. Da war ihm ganz wichtig, dass ich dir das klar mache, dass wir kein, und ich möchte den Professor zitieren, profitorientiertes Unternehmen sind. Sorry, aber das ist gut. Dann hat er sich aber revidiert und meinte, stimmt gar nicht. Aber wir sind nicht auf Gewinnmaximierung aus, sagte er dann. Und dann hat er von Blatt 1 mit der Zeitung bekommen. Okay. Nee, es geht darum.
Jeder hat das, was er braucht. Und das ständig Gierige, was er halt über, was er völlig normal ist. Nicht nur heutzutage. Früher war gar nicht alles besser, war genauso scheiße. Also war immer so. Aber die Sache ist, wenn du bei uns dabei bist, musst du das dringend ablegen. Da immer versuchen, noch irgendwo Geld rauszuholen oder so, weil das macht so eine Gang übel schnell kaputt, wenn es ums Geld geht. Von außen und von innen, verstehst du, was ich meine? Jo. Der Gangboss vor Vlad. Gott hab ihn selig, Alter. Auf jeden Fall. Der hat mal einen tatsächlich, war ganz kurz davor, ihn rauszukicken, weil mit dem manchmal ein bisschen die Gier durchging. Der wollte halt ein bisschen mehr vom Leben. Der sagte, Alter, ich hänge hier meinen Arsch in den Kugeln und so. Und klar mache ich das für euch auch, Brüder, aber ich hätte auch Jan da mal, keine Ahnung, eine größere Bude, ein schickes Auto, echtes Essen, einmal die Woche oder so. Und der war ganz kurz davor zu fliegen. Der hat sich dann wieder gefangen. Midlife Crisis. Aber, ne? Das müssen wir rigoros behandeln. Das Ding ist, wir hätten jetzt halt genug im Obschlag, Outgame-Gruppenkasse quasi, dass wir jeder eine schöne Mittelschichtwohnung für einen Monat, vielleicht zwei Monate beziehen könnten. Das machen wir bewusst nicht. Erstens, weil du ja nie weißt, was kommt hier von wegen Rücklagen und so ein Scheiß. Aber selbst wenn wir die auch hätten, bewusst nicht. Das ist ja nämlich nicht das, worum es geht. Sondern es geht darum, dass wir einfach sagen können, wir können draußen sitzen auf dem Klappstuhl, ein Bier trinken und sagen, guck mal, Frühschicht. Und da sind wir aber immer noch wach. Und wir können das Leben genießen. Genau. Und wir können sagen, wir fucken das System. Oder die Police. Und zumindest Nutten mit einem Police-Kostüm. So. Das ist das, worum es geht. Und ich weiß, dass du übelst schwer rauskommst aus so einem, ich muss für mich sorgen, Alter, ich muss die Kohle ran schaffen und wenn es dann mal brenzlig war, dann will ich auch einfach mal einen richtig schönen Rockstar-Lebensstil, will ich einfach mal in ein Hotelzimmer und zwar eins, das 1000 Yen pro Nacht kostet und dann will ich das zerlegen. Aber das geht nicht. Das hatte ich auch nicht vor. Aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Grob. Welchen Punkt hast du denn nicht verstanden? Warum willst du das erzählen? Weil ich stimme da dir voll und ganz zu. Ich erzähle das deswegen, weil der Koreaner andere Einschätzung war. Deswegen, keine Ahnung. Was war denn da los? Erzähl doch mal. Du meinst mit dem netten Herrn Drogendealer. Na, war das das? Keine Ahnung. Ja, das wäre so das Einzige, was mir einfällt. Dann ist es das. Der Junge war das Todes und man hätte eventuell noch Geld, seine Ersparnisse vorher holen können. Das war's. Was? Warum habt ihr das nicht gemacht? Meine Rede? Nee. Ich meine, seine Ersparnisse holen. Du hast also seinen Wohnungsschlüssel gehabt und wusstest, wo sein Sparschein steht, oder was? Nicht ganz. Wir waren ihn gerade am Befragen und er sagte davon, dass er ein paar Credsticks versteckt hat. Und was? Dass er ein paar Credsticks versteckt hat. Wie jeder hinterlegt man ja bei einigen Leuten oder an einigen Stellen mal Geld. Für den Fall, dass man mal weg muss. Dann verstehe ich ihn, Koreaner. Guck doch mal. Was ist denn für so ein kleiner Drogendealer? Was sollen der für Mengen irgendwo rumliegen haben? Hm? Da kommt das Spritgeld gar nicht wieder rein. Bei der Menge an Drogen, die er vertickt hat? Und war das hätte möglicherweise das relativ gehen können, dass er euch ja keine fiese, gemeine Falle stellt? Das nicht. Aber da muss man ja vorsichtig sein. Ja, am vorsichtigsten ist es, auf das Geld zu scheißen. Ich meine, du musst bedenken, ihr habt in einem, es war ja kein fremdes Tür, sondern es war ja einfach, aber es war ein anderer Stadtteil, wo wir eigentlich
Zone Strich zu suchen haben. Seid ihr irgendwo hin, habt einen Typen geschlachtet, der für wen auch immer Drogen produziert hat, weiß man ja letztlich nicht so genau, und eine ganze Armee von Kindersklaven hatte. Dann habt ihr Remi-Demi gemacht. Dann noch zu sagen, die Kohle schnappen wir uns auch, das ist schon auch ein ziemlicher Dickmove. Wenn es einfach gewesen wäre, hätten wir es auch wahrscheinlich hingekriegt, ohne dass es halt. Mir fehlt halt die Zeit. Ja, und wenn dir die Zeit fehlt, dann lässt es bleiben. Das ist das Wichtige. Hat sich ja sowieso erledigt gehabt. Also ich bin dir jetzt nicht böse, das war einfach nur, na gut, schade, das hätten wir versuchen können, das Geld mitzunehmen. Hm. So. Und wenn es nur 10.000 gewesen wäre, das wäre super gewesen. Wir testen hier nur 10.000, Alter, siehst du dich? Ich grinse ihn an. Naja, er redete halt schon von mehr, aber das habe ich ihm nicht wirklich geglaubt. Hey, Polina, wir müssen dringend mal drauf achten, dass die Prossys weniger zu fressen kriegen, für die ist 10.000 keine Summe. Ich grinse ihn an. Na, er sagte halt, dass er mehr als 10.000 hat. An mehreren Stellen, überall mal 10.000 oder sowas. So, während ihr ihn befragt habt, war da seine Situation? Na, sagen wir es mal so, er war seines Todes, deswegen habe ich mir nicht geglaubt. Aha. Oh, ich werde sterben. Ich weiß alles, was du wissen willst von mir. Na klar kenne ich den russischen Präsidenten persönlich. Ich war auf seinem Gestüt und habe mit ihm Bären gejagt. Außerdem habe ich 50.000 auf Cradsticks in meinem Penis. Nee, warte, das war dumm. In meiner Schuhe. Nee, das war auch dumm. Doch, meine Schuhsohle, aber das sind die Slipper zu Hause. Und außerdem erzähle ich dir auch alles, was du hören willst. Du hast dieses Messer, ich bin auf diesem Stuhl. Na, da kommt eins und eins zusammen. Da vergrößert sich das Weltwissen enorm. Siehste. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, Abschlag, wenn es nur 10.000 sind, oder wenn es auch 5.000 gewesen wären, und das wäre sicher, das zu holen, dann wären es 5.000 mehr. Na gut, okay, was wichtig ist, dass deine Definition von sicher und deine Definition von, dass wäre das sinnvoll, das zu versuchen zu holen, anders, quasi das anders, also das neue Maßstäbe brauchst du, genau. Naja, wir wussten ja noch nicht, wo sie waren. Wir konnten nicht sagen, ob sie sicher sind. Nee, guck mal, du brauchst neue Maßstäbe. Ich sag mal so, Fragen kostet nichts. Also ihm hat sein Leben gekostet, aber... Ne? In dieser Situation hat das Fragen gekostet. Fragen kostet nichts, dich aber auf seine Antwort zu verlassen, kann eine ganze Menge kosten. Habe ich das getan? Ja gut, nee, habe ich nicht, weil ich keine Antwort gekriegt habe, keine vernünftige. Aber hättest du ja gemacht, so wie es aussieht. Nee, ich hätte das durchgesprochen, geguckt eventuell mal und dann hätte ich es abgewogen. Ja, aber guck mal, irgendwann wärst du ja vielleicht mal alleine in der Situation, das zu entscheiden und da brauchst du einen anderen Maßstab, als du hattest, als du noch alleine gelebt hast und alleine deinen Koks bezahlen musstest. Du bringst ja jetzt nicht mehr für dich alleine das Koks auf den Tisch, sondern die anderen für dich mit und du für die anderen. Das heißt, da brauchst du ja weniger viel alleine schaffen und musst weniger viel Risiko für dich eingehen. Und für uns? Weil das Risiko verteilt sich. Wie so eine richtig fette, die sich auf dich drauflegt, da verteilt sich das auch so quasi um dich rum. Es ist auf jeden Fall schön warm, nicht so kalt wie hier. Das stimmt. Bevor es noch kälter wird, machen wir jetzt weiter. Ich hab mich ja jetzt ausgedrückt. Das ist schön. Denkst du mal drüber nach, mein Großer? Sag mal, siehst du dich? So, du fängst schon mal an, du ziehst die Handschuhe aber aus und die Jacke auch. Wir kommen 10 Minuten später. Ach, fuck. Ja, ich tue mir, wie mir geheißen und mal arbeite. Sehr gut. Ihr werdet 2 Stunden später das Ding finden und es ist sogar was drin. Cool. Ich sag mal, da ist schon eine schöne Ladung Zastavas, die ist schon, die schmeckt, sag ich mal. Ich sag mal, so bestimmt 30 Stück mit Schalldämpfern und Smartlink-Aufsatz zum Anbauen. Also da kann man schon von Werten sprechen. So, ihr ladet die Scheiße ein. Wert gefunden. Das ist wichtig. Ja, damit ich mir auf die Schulter klopfen kann. Oder ihr,
Mischa. Hm. Nicht schlecht. Ihr ladet die Scheiße ein. Gut gemacht, Mischa. Da nähert sich ein Polizeifahrzeug. Durfte ich meine Jacke wieder anziehen? Ja, na, die haben sie jetzt 10 Minuten später mit rausgebracht in deine Handschuhe. Das war total nett von denen. Oh, fuck. So. Paulina ist das. Frischling, ich habe bei dir immer noch nicht die beste Meinung, dass du mal die Fresse halten kannst. Ist das der Moment, wo du mich vom Gegenteil überzeugst? Ei. Das ist doch schön. Hat sich der Ausflug gelohnt. Bullen kommen an. Du darfst mal Menschenkenntnis machen. Oha. Das kann man schon gar nicht laufen hier. Verdammt. Ich hab mich schon gewundert, warum ich auch immer so viele Würfel hab. Nee, das kann wirklich nicht sein. Es müssten 7 sein. Das habe ich auch im Verdacht, aber ich prüfe sowas nach, bevor ich hier euch beweise. Charisma and Intuition. Ja, 7. Ich würde sagen. Nice. Also, die steigen aus. Dabei fällt dir Folgendes auf. Mentales Limit. Gibt es auf mentales oder soziales Limit? Soziales natürlich. Dann ist es 4 Erfolge nur. Das ist immer noch eine ganz ansprechende Menge. Jo. Also, als erstes fällt dir auf, die beiden steigen aus. Und normalerweise in so einer Situation, ich meine, da sind 3 Leute außerhalb der Stadt und die haben da eine Kiste und so, ist es ja eher zu erwarten, dass einer aussteigt und die Hand an der Waffe hat und der andere quasi hinter Wagen so eher in Deckung geht in der Nähe des Funkgerätes, ne? Und die so ein bisschen angespannt abwartend sich auf euch zuwegen, zumindest einer. Die beiden stehen einfach aus und kommen ganz entspannt, einer mit Händen in den Hosentaschen auf euch zu. Des Weiteren bemerkst du den Blick, den sich Paulina und Mischa zuwerfen. Der ist, angespannt verwirrter Natur. So, der Dann gucke ich mal auch so ein bisschen verwirrt zu den beiden rüber. Da müssten wir jetzt mal eine Sinn-Kontrolle machen. Die beiden geben ihre Sinn. Ich gebe meine Sinn auch. Sehr gut. Warte Sekunde. Ja. Ach, kurz aus dem Knast raus. Mhm. So, dann können sie schon mal an den Wagen stellen. Hände schön aufs Dach. Aha, Mädchen, du setzt dich am besten schon mal ins Auto. Keiner von den beiden macht übrigens, was die sagen. Oh, das ist aber jetzt eine gefälschte Sinn. Oha. So viel Verwüstung von einem einzelnen Ork, ja? Krasser Scheiß. Tja, was machen wir jetzt mit euch? Mach mal einen Vorschlag, Ork. Mischa ist kein Ork, ne? Doch, aber er guckt dich an. Ah. Uns einen schönen Abend wünschen. Was ist in der Kiste da? Ponya tritt vor, wir können das klären. Das ist doch eigentlich schon alles abgesprochen. Wenn ihr wollt, können wir unseren gemeinsamen Kontakt mal jetzt anrufen und das wird, war sowieso geplant, dass das aufgeteilt wird, wie immer. Wir sollten alle ganz ruhig bleiben und nicht mehr Stress machen, als nötig ist. Halt die Fresse! Kiste aufmachen. Na los! Mischa geht hin, macht die Kiste auf. Gut. Wenn die schon mal aufmachst, dann machst du jetzt zu und stellst sie mal schön in unseren Kofferraum. Seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Ja. Du kannst. Schlampe, Alter, was nimmst du hier raus? Ich glaube, die brauchen einfach wieder mal ordentlich einen rein. Aber nicht heute. Du kommst nämlich noch mit. Zeigt auf dich. Schon wieder. Kennst du ja. Mhm. Warum?
Setz dich ins Auto, du dummes Stück Scheiße. Ein fragender Blick zu den anderen beiden. Ich sag mal so. Du hast vier Erfolge, okay. Die bereiten sich darauf vor, die beiden zu erschießen. Okay. Dann würde ich mich gerne, seitwärts gehen, sodass ich halt die das Sichtfeld von den anderen beiden wegziehen würde, wenn ich halt mit denen spreche. Weißt du? Nee, nicht zur Seite. Schön einfach auf mich zu. Na komm, das kannst du doch. Muss ich dann nicht da? Also, ich wollte ihn jetzt nicht im Weg stehen. Ich versuche halt zu machen. Dass du nicht immer als du bist. Entschuldigung, Herr Officer. Alter, der Tonfall. Er zieht eine Waffe. Initiative! Scheiße. Aua, ha. Yippie-yay. Erzähl mir was. Ich bin der Erste drin, oder was? Nee, ich brauch den Wert. 15? Alter, ich hab einfach insane. Na gut, du bist der Erste. Cool. Also die ziehen eine Waffe, was tun meine Leute? Einer der Polizisten zieht eine Waffe, der andere guckt noch amüsiert. Und da du der Erste bist, machen deine Leute noch gar nichts. Aber es ist zu erwarten, dass bevor dich jemand erschießt, die vielleicht auch was tun würden, ja. Und die wirken etwas fixer auf dem Bein. Dann würde ich jetzt auch meine Waffe ziehen. Das ist die erste Heimverhandlung. Wenn ich sie schnell ziehe, dann kann ich sogar noch schießen. Richtig? Du hast kein Schnellziehholster. Aber du kannst mit einer einfachen Handlung und dann noch einer einfachen Handlung auf jeden Fall schießen, bloß halt keine Salve. Also einfache Handlung Waffe bereit machen halt. Tja, dann wird das wohl leider ein Polizistenmord jetzt. Yay. Nee. Oh Gott. Ja gut. Grundschaden... Ich hab schon wieder vergessen, 9. 8K, PB minus 1. Ist ja nun eine Zestava. Panzerwesten haben 9 Panzerungen, ne? Ja. Achso, ich hab falsch gewürfelt, scheiße. Ich zieh mir einfach. Nee, ich mach's nochmal. Ich mach's nicht nochmal, ich zieh mir den letzten Würfel ab, würde ich vorstellen. Scheiße. So, was hast du jetzt gesagt? Du hast jetzt. Ich habe 2 Nettoerfolge. Und dann habe ich noch ihn widerstanden. Was war jetzt die Zahl, die du mir jetzt nennst? 8 PB minus 1. Das habe ich ja, deswegen habe ich nochmal gewürfelt. Genau. 8. Der Grundschaden ist nur 6, nein. Der Grundschaden ist 8. Genau, also 10K ist das jetzt. Genau. Ja, warte mal, 9K, der macht, also der lebt ja noch. Also ich meine, du schießt ihm halt einfach in die Brust und er fällt um. Ich bin ganz stark davon ausgegangen, dass du den genommen hast, der die Waffe schon in der Hand hat. Ja. Das nenne ich doch mal richtig geschickt. So, dann Paulina. Hast du eigentlich den Smart-Ding mit reingerechnet? Hab ich. Deswegen habe ich 10 Würfel. Ich habe ehrlich gesagt nicht so auf seine Würfelzeuge geachtet. Ja gut, Paulina wird ihn leider nicht treffen, aber der ist auch quasi schon fast hinterm Auto gewesen. Das ist ja unlauter. Und, Alter. Und Micha wird leider auch an ihm vorbeischießen, aber ihr habt jetzt links und rechts abgehandelt mit dem Vorbeischießen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Der Typ wird, der ist minimal in der Unterzahl, warte mal. Okay, easy. Komplexe Handlung. Wisst ihr überhaupt, wer wir sind? Ende. Warte mal, das ist eher eine freie Handlung als eine komplexe, ne? Ja. Ah, noch eine komplexe, gut. Dann wird er seinen Unterarm den rechten hochrollen und ein Tattoo zeigen. Was ist das für ein Tattoo? Wuri, gehe ich mal von aus? Test? Ja, jetzt höre ich dich. Okay, das könnte schon, also ich sag mal, ja, du bist ja noch nicht ganz sicher, welche. Gut, ich bin nochmal dran, ne? Ja, du bist der Erste. Fuck. Das ist echt doof.
Wenn man die umbringt, dann muss man die komplett umbringen. Das ist halt leider so. Eigentlich. Der ist jetzt mittlerweile in Deckung, richtig? Nee, also ich meine, das war ja so flapsig formuliert. Der ist ein paar Schritte zurückgegangen, aber dann war er damit beschäftigt, demonstrativ seine Ärmel hochzukrempeln. Okay. Zielwechsel, den Typen, also ne, an dem Typen zielen und freie Handlung auf dem Boden. Okay. Wirf doch mal einschüchtern. Einschüchtern brauche ich nie! Na, warte doch mal. Ach, stimmt, das war der Skill, den du nicht hast, Jojo, aber schon, oder? Ja. Na, guck mal, du bekommst Mehrzahl, bewaffnet, hast gerade ihn umgelegt, aber er ist bei der Warrior. Guck mal, du kriegst plus zwei. Hast du jetzt Charisma? Vier Würfel, oder? Ja. Charisma genau. Minus eins plus zwei. Was soll denn da schief gehen? Außerdem ist es Kaban. Fünf Erfolge. Eine Erfolg. Der hat einen Schüchtern. Ein Schüchtern braucht nie! Alter. Das sind ja flumistische Würfe. Was ist das für ein Prost? Also ich sag mal so. Irgendjemand hat doch bestimmt Edge. Die Waffen nee, sind ja kalt. Der Zweite hat ja auch getroffen. Ja, Misha hat getroffen. Ja, die Waffen sind ja kalt und die Sonne blendet. Du weißt ja, wie es ist. Das steht doch ganz tief im Raum. Ja gut, dann sind das ja immer noch... Ja, okay, der fliegt auf jeden Fall trotzdem hin. Also auch der Zweite würde jetzt umstürzen, nachdem Misha ihn in den Bauch schießt. Und ich meine, danach erschießt er die beiden komplett. Wenn du dich nicht beteiligen willst, ist das okay, dann nehme ich das zur Kenntnis. Also, nee, es ist halt, dass ich war mir nur nicht ganz sicher. Die Double-Tappen den. Ne? Ja, die Double-Tappen jetzt beide. Ja, dann, sobald die halt anfangen, den ersten zu erschießen, dann schießt sie den anderen auch tot. Sehr gut. Ist ja nicht so. Danach wird Misha direkt hinrennen, ihre Comlinks zertreten. Haben die Cyberaugen? Nee. Gut. Aber Paulina wird sich dran machen, trotzdem die Köpfe mit einer Plastiktüte zuzudecken. Da wird Misha in deren Auto springen und wegfahren. Mhm. So, Frischling, du kennst dich ja aus. Wo bringen wir die hin? Ich guck mich kurz um. Wo sieht's denn nach Sumpf aus? Also, ne, nach wirklich bösen Sumpf. 3 Kilometer westlich. Das ist fast dort, wo ihr euch versteckt hattet nach dem Winterhühnchenrun. Hübsch. Wenn du sogar noch einen Kilometer, also wenn du dann noch mit ihr ein bisschen in den Wald stapfst und deine super Survival-Kenntnisse ausnutzt, dann könntest du in die Klappe stopfen, die ihr damals zum Verstecken benutzt hattet. Ich wollte schon sagen, da gab es noch so ein Loch im Boden. Richtig. War das häufig benutzt worden? Ja, schon also länger nicht mehr. Soweit ich mich entsinne, war das länger nicht mehr benutzt worden. Du warst es schon eine Weile nicht mehr in dem Teil des Waldes, aber es ist immer noch davon auszugehen. Es gab ja Gründe, warum man das nicht mehr benutzt hatte. Weiß sie nicht mehr, aber ich hatte damals welche. Gut. Es war dann, irgendwie auch ziemlich versteckt und alles Mögliche. Ja, das dann würde ich genau das Ding anvisieren, mir das Ding einmal angucken, weil wir da sind. Ja. Ist das Ding immer noch verlottert, sodass es halt wirklich kaum benutzt oder gar nicht mehr benutzt wird? Also erstmal, ihr fahrt dahin, dann müsst ihr noch ein Stück laufen mit Leichen auf dem Arm. Zum Glück hat sie diese Cyberarme installiert. Die wusste doch warum. Und dann ist es tatsächlich noch viel verlotteter als letztes Mal. Ja, dann kommen die da, einfach rein und dann kommt die Erde oben drüber. Gut. Waffen, Comlinks. Comlinks sind schon zerstört. Die Comlinks sind zerstört, die Waffen lassen wir hier. Ich wollte die Chips. Die Speicherchips aus dem Smartlink. Die haben welche getan. Ja, stimmt. Das waren auch keine Bullen. Wir sollten gehen. Definitiv. Hatten die noch irgendwelche anderen Sachen, die Speichermedien waren? Also ich würde die ganz fix einmal durchsuchen. So nach Brillen, also eine AR-Brille oder wie auch immer. Halt so welche Sachen. Wir haben Cred-Sticks. Cred-Sticks sind mir völlig egal. Ich will Sachen haben, auf das gespeichert wird. Ja, der eine hat einen Speicherchip, stellt sich raus, dass nichts Krasses drauf ist. Ja, nee, das ist, man kann trotzdem alles zerstören. Ich pack sie nicht an. Also ich guck nur, nimm alles, was halt irgendwelche Sachen speichern kann, kommt in eine Tüte. Gemacht. Genau, kommt in eine Tüte, wird ein paar Mal draufgeschlagen, wird verbuddelt woanders. Easy. Also ein paar Meter daneben. Ja. In die gefrorene Erde. Genau.
Na, warte mal kurz. Wir sind sehr kräftig. Genau, bin kräftig. Außerdem, wir sind ja nicht mit meinem Auto gefahren, richtig? Nee. Ach. So, dann fahrt ihr schnell zurück. Wissen wir, ihr müsst erstmal irgendwo jetzt Misha abholen. Der wird ja kalt. Das ist richtig. Gut. Dann. Die Kiste habt ihr direkt mitgenommen, alles andere wäre dumm. Dann. Fahrt ihr erstmal an ein kleines Notfallversteck der Gang, wo Sachen drin sind wie. Wie heißt denn gleich hier? Backofenspray, Reinigungsshit für die Kleidung und so weiter. So ein Stuff halt, ne? Mhm. Dann werdet ihr euch dort behandeln. Quasi. Frischling. Oh. Mhm. Das ist jetzt übrigens Paulina. Von der Scheiße erfährt niemals irgendjemand irgendwas. Gut, wenn du das entscheidest, dann ist das so. Weißt du, wer das war? Ich glaube, ich brauche es nicht wissen. Doch, weißt du, wer das war? Nein, sah nach Vori aus. Ja, es war ein Vori von fucking Yegor. Was passiert, wenn wir die Geschichte zu Hause erzählen? Dann steigen uns die Leute auf ein Dach und gehen Yegor an die Kugel. Genau. Wir drei sind heute nicht verantwortlich dafür, dass Vlad eine Ausraster kriegt oder irgendjemand der anderen und wir geschlossen auf diesen Wichser losgehen. Mhm. Besser ist das. Problem, wenn ich das mal so offen sagen darf, wenn die Jungs mit Igors Wissen das getan haben, was sie getan haben. Ach Quatsch. Er hat seine Leute nicht mehr im Griff. Das ist auch ein Problem. Ja, aber noch nicht unseres. Also, ja, aber nein. Nicht groß genug. Was ist mit deiner Sin? Die? Hm. Die kommt von Igor. Irrelevant. Wenn die einmal im nationalen Sin-Registraturdings drin sind, hat er eigentlich keinen Zugriff mehr drauf. Ich meine, warum haben die Querverbindung zu der SIN gehabt, wo du in der anderen Stadt ohne nicht aufgeräumt hast? Hast du noch die SIN? Ist sie noch aktiv? Von dem Granatending? Moment. Ist sie das? Na, du hast sie nicht löschen lassen für viel Geld. Okay, ja. Ich hab sie nicht löschen lassen für viel Geld. Fuck. Wie gut war die? Ziemlich. Fuck! Das war die mitunter beste, die ich hatte. Jemals. Normalerweise kostet die zum Löschen genauso viel wie zum Erstellen. Und normalerweise gehen wir damit wohin? Scheiße. Wir denken uns was aus. Mhm. Niemand. Nicht Jojo, nicht sonst irgendwer. Verstanden. Und du verstehst auch warum. Sicher. Okay. Fahren zurück. Gut. Wir sollten es trotzdem irgendwie durch aufgeschnappte Gerüchte oder so erfahren, dass Igor seine Jungs nicht mehr im Griff hat. Damit die anderen gewarnt sind. Er hat niemals alle im Griff. Okay. Das Ding ist folgendes. Er hat einen riesigen Wasserkopf von super ehrgeizigen Wichsern in irgendwelchen Verwaltungsebenen bei irgendwelchen Konzernen und so, die ihm richtig das Geld scheffeln, aber die alle sich eigentlich wieder von ihm losmachen wollen, sobald sie auf der Position sind. Und dann hat er die Straßenwar, die eigentlich sich viel eher bei Florina sehen würden, weil er super weit von ihnen weg ist. Er ist für sie kein Anführer. Der ist einfach in irgendeinem fucking Marmorpalast. Da kommt's immer wieder mal vor, dass Wichser sich ein bisschen zu viel rausnehmen. Und eigentlich können sie das jedes Mal machen. Du bist ein Mann, du verstehst das nicht. Das hat das eine mit dem anderen zu tun.
Was das mit dem... Bist du bescheuert, Mann? Wenn solche Wichser mich alleine angetroffen hätten, was denkst du, wäre passiert? Du hättest sie beide umgebracht. Ja, aber wenn es so viele gewesen wären, dass ich sie nicht hätte umbringen können, was hätte ich machen müssen für die Gang? Genau. Außer ich will, dass meine Pussy der Grund dafür ist, dass wir Krieg haben. So eine große Scheiß-Orga wie die Wori hat sich niemals im Griff und es gibt immer Spasten, die aussteigen. Und sie können es eigentlich machen. Der einzige Grund, warum Yegor sie nicht die ganze Zeit Amok laufen lässt, ist, dass das seinem Geschäft nicht gut tut. Das ist der Grund, warum die Leute zu Florina gehen, weil sie sie machen lässt. Sie lässt sie einfach von der Scheißleine. Oh Gott, oh Gott. Und das ist der Grund, warum Florina sich nie irgendwie bei Bullen oder so einem Scheiß direkt einkaufen kann, weil sie nicht die Leute dafür hat. Sie hat solche Leute und nur solche Leute, wobei die noch relativ nett waren. Relativ. Wir müssen uns unbedingt irgendwas für deine Szene ausdenken. Definitiv. Wie viel Kohle hast du? Nicht genug, glaube ich. Bei weitem nicht genug. Wie viel Kohle hast du? 4K. Wie waren noch die Preise für Sims? Ich guck gerade nach, deswegen dauert es nicht lange. 10K hat die Sim gekostet. Ich wusste nur, dass sie unwahrscheinlich scheiße teuer sind. Sind sie? Ich hab sie mir auch abgezogen. Um genau zu sein, ist der Grund, warum Frumi irgendwann sagte, ich kauf mir mal diese Sim weg, die jetzt im Arsch ist. Also lass die löschen. Da war ich der Grund, warum nicht dabei, ich dich heute gefickt habe. Nö, das hat sich irgendwann mal so am Mittwoch eingefallen oder so. Das ist schön, das hat es mir auch nicht gesagt, dass dir das eingefallen ist. Naja, der Jojo hatte andere Sachen im Kopf, die war schwanger. Plötzlich. So, 10K, so, du hast 4K. So, wir könnten das jetzt natürlich nicht aus dem Gang-Ding nehmen, weil wir nicht sagen können, wir brauchen mal eben 6K oder 10K für dich. Mischa, wir haben beide genug, oder? Ja. Okay, wir machen das kein Ding. Ich muss noch überlegen, wie wir fragen können. Moment, du hast doch mit Jojo den Shit gemacht. Du kennst doch irgendwelche Leute, die richtig gute Hacker-Connections haben. Die gute Hacker-Connection? Ja, irgendjemanden. Keine, nicht irgendwie, kommen jetzt nicht mit den IC-Brechern. Einzelpersonen. Vertrauenswürdige Einzelpersonen. Möglich. Pummeluff war nur Verschlüsselungs- und Krams, ne? Ja. Pummeluff, Pommelo. Du weißt, dass Proton Hacker hat, du weißt nicht, wie gut er ist. Genau. Du weißt. Ich kenn Hey Du, aber. Nee, Hey Du ist tot mittlerweile, ne? Nee. Hey Du ist fresh. Mit der du dich geprügelt hast. Ja, genau. Aber die macht keinen persönlichen Scheiß, deswegen. Da war vor allen Dingen persönlicher Rache-Scheiß gemeint. Ja, müssen wir gucken. Und ich kenne das Rumpelstilzchen. Das ist tot. Das ist tot. Das ist tot, genau. Ich wusste auch, ein Hacker ist tot. Ansonsten fällt mir auch nicht krass jemand ein. Ich habe natürlich in dieser gesamten Brennerei erstmal nur einen Hacker gemacht, denn mehr genau. Brauchen wir ja eigentlich nicht. Sonst hab ich noch... eben, Damian habe ich auch gerade gefragt. Den kenne ich auch. Ich habe da sogar noch einen Gefallen gut bei dem. Wirklich? Ja. Wovon? Das ist eine gute Frage. Da steht nur Damian ein Gefallen. Von dem ersten Ding, wo ihr ihm die Nutte wiedergebracht habt, weil ich glaube, das entspricht nicht ganz dem, was du jetzt von ihm möchtest. Ich will ja nur, dass er mir einen Hacker nennt. Aber ich weiß noch, jemand sowas anderen kann. Sehr einflussreichen, bei dem du gefallen hast. Ja, den kann ich gerade nicht nehmen.
Why? Stimmt, das ist bei Fedor, habe ich das, oder? Was? Nee, Fedor nicht. Ich meine den Aztec-Guy. Also ist die Frage, wie sehr du ihm vertraust. Das ist immer noch ein Konzern-Dude. Aber dem hast du auf jeden Fall noch gefallen. Das stimmt. Der hat auch Zugriff vermutlich auf Mittel. Das ist richtig. Wie groß war denn der Gefallen, den er nicht ihm gebracht hat? Ich glaube, er hat ihn an sich nie gecapped, oder? Er hat ihn nie gecapped, das ist richtig. Also ich meine, der ist dann eher nach GMV gegangen, so. Aber er war schon relativ groß, weil er... Wir haben... den Typen geschützt und ihr habt direkt... Ihr habt doch auch seinen Leuten irgendwie noch geholfen und habt ihr ihm nicht sogar übelst das Leben halb gerettet? Ja, zumindest seinen Leuten dort bei der Aktion. Ja, richtig. Ja. Ich glaube ihm sogar selber. Kann sein. Würde ich erstmal nicht ausschließen, dass das so war. Ja, dann gucke ich die beiden einmal, also ne, überleg. Dann sage ich denen halt, ich könnte vielleicht jemanden anrufen, aber... Brauchst du da Backup? Mit dem muss ich auf jeden Fall anreden. Aber wenn ihr dann näher sein könnt, wäre das cool. Hm. Okay, dann fährt Misha am besten zurück und wir beide gehen shoppen. Hey. Und wenn du zurückkommst, war das der schlimmste Tag deines Lebens. Ja, definitiv. Gut. Gut. Ihr, der wird sich am Ende noch einen Crestick aus dem Arsch ziehen. Also erstmal ins Comlink und dann aus dem Arsch. Und dann, ja, seid ihr erstmal zu zweit in dem Auto. Haben wir den irgendwo abgesetzt oder was? Na, der wird dann den Rest Öffi nehmen. Okay, also wir sind schon über die Grenze und so weiter. Ja, ihr seid in die Stadt rein. Hey, was soll denn da passieren? Der hat ein paar Waffen im Auto. Was? Hä? Naja. Das Ding ist, ihr seid ja nicht direkt durch die Grenze gefahren, sondern, ich sag mal, das Loch im Zaun. Gut. Hätte sein können, dass da auch Buri warten auf uns. Nee. Die, tatsächlich hatte ich ja ganz zufällig, als ihr angekommen seid, um nach dem Ding zu suchen, gesagt, oh, ich mach mal lieber den Störsender an. Huch. Oder so. Zufälle gibt's. Nee, eigentlich war das tatsächlich sogar eine Reflexhandlung, aber es ist mir gerade eingefallen. Wir machen irgendwas, Störsender. Manchmal hilft es einfach. Das ist halt so. Ist wirklich nicht schlecht. Genau. Dann würde ich... Wie spät haben wir's? Ich hatte vorhin gesagt abends, ne? Mhm. Bestimmt schon so. Um eins. Ja, junger Mann, es ist mitten in der Woche, richtig? Ich habe Respekt vor Arbeit in den neuen... Es ist Montag, ja. Ich werde den nicht Montag... jetzt Montag morgens um 1 Uhr anrufen. Ich werde ihm mal... Ich schreibe ihm eine Nachricht, dass, sobald er Zeit hat, ich, ihn gern sprechen würde. Und, frag ihn nach einem Treffpunkt. Was war der letzte Satz? Und frag halt nach einem Treffpunkt. Ich lasse ihm die Treffpunktwahl. Er ruft dich 20 Minuten später an, als du gerade mit Florina Schuhe kaufen bist. Das Gute bei, Paulina. Das Gute ist ja, es geht natürlich um fucking Arbeitsschutzstiefelmäßige Schuhe. Sehr gut. Auf jeden Fall ruft er dich da an. Hier, diddle. Nee, das ist auch noch das falsche Geräusch. Yay. Moin. Ist das was jetzt irgendwie relativ dringend wäre? Weil die Sache ist die, morgen ist Weihnachten, da kommen die Feiertage. Ach, die haben ja keine Feiertage. Morgen ist Weihnachten. Ich weiß. Und ich bräuchte ein Weihnachtsgeschenk. Eine Woche Urlaub genommen. Gut, dann, da müssen wir das jetzt noch machen irgendwie. Das geht sonst nicht anders. Okay, es tut mir leid, aber es ist was Dringendes passiert. Ja, das, Und Weihnachten steht vor der Tür, dann wollen wir natürlich auch mehr Zeit aufhalten. Es kommt ja immer alles zusammen, kurz vor Weihnachten. Die Geschenke und alles andere. Ja, das machen wir am besten.
Ja, das ist gut. Diese Morda in Sokol. Mhm. Da ist heute nochmal ein großer Verkauf. Und zwar geht's da... könntest du dir auch nochmal überlegen, weil da für deine Nichte, von der du ab und zu mal erzählst. Ja. Du bist da, auf jeden Fall dieses neue Album von Brandon Task. Das könnte dir sehr gut gefallen, ja. Ne, und heute ist er nochmal richtig groß ausverkauft, dann machen sie die Toren auf und das ist auch keine 40 New Yen wie eigentlich, sondern nur 20. Deswegen dachte ich, da gehe ich nochmal hin. Können wir uns dort eigentlich treffen? Das ist dann, das wirst du dann sehen, da ist eine große Pappfigur von dem Jungen und so. Sehr gut, machen wir das so. Okay, ich werde so. Und danke für den Tipp. Das vielleicht anderthalb Album Stunden da. Hallo? Wie bitte? Ich wäre so in anderthalb Stunden da oder so. Ich guck kurz aufs Navi, wird mir wahrscheinlich passen, ne? Ja, auf jeden Fall, seid ihr deutlich näher. Ja, dann, das passt mir gut. Okay, gut, dann nö, bis dann. Jo, bis dann. Jo. Du solltest die Schwarzen nehmen, die Weißen werden einfach zu sehr dreckig. Und wir müssen in eineinhalb Stunden ein Brandon Task Album kaufen. Brandon Task? Klar. Sie guckt kurz in ihrem Comlink nach. Die neue Single Ares Way of Life. Ares ist cool. Was man nicht alles macht. Okay. Das Ding ist, mir fällt gerade auf, vermutlich seid ihr schon in der Scheißmoor. In der Schneue gibt's nicht so krasse Einkaufsgeschäfte, wo man so tun kann, ja, ich hab ihn zum Shoppen gezwungen, ich musste den doch richtig quälen, ja. Super, ja, das kann sogar sein. Ja, da hörst du dann auch aus dem Untergeschoss da schon die Girls und die Kids kreischen, weil das ist eine Pappfigur von Brandon Task, das ist fast so gut wie das Original. Sehr cool. Und ich meine, das ist einfach der schmuckste Ork, den du je gesehen hast. Und das ist ein richtig krasser, habe ich ja schon mal gesagt, das ist ein richtig krasser Seattler fucking Redmond Gang Shadowrunner, der dann diesen Plattenvertrag mit Ares hatte, aber er ist immer noch fucking true und er macht immer noch die Runs, Alter, und er fuckt die Konzerne in den Poppes und er ist einfach true as fucking shit. So einer, wie wir alle sein wollen. Steht halt über dem Gesetz. So. Ich sag mal, wenn er im Musikvideo einen Gänger erschießt, weil er ein fucking Shadowrunner ist, dann ist natürlich das Ares Predator-Logo etwas größer als sein Kopf. Aber das ist ja erstmal egal. Aber Predators sind so geil. Da kommt die Zestavas gar nicht an. Ich sag mal so. Völlig überschätzt. Gut, also ihr werdet euch dann zu gegebener Zeit dahin bewegen. Sie ist halt irgendwie vielleicht eine Ebene höher, weil da kann man ja manchmal so schräg runter gucken und hat dann ungefähr das alles im Blick. Super. Ja, dann steht dann da in Alltagsklamotten, kommt gerade aus dem Geschäft raus mit so einem Album. Er sieht aus wie jemand, der gerade von einer Horde überrannt wurde. Gut, dass ich das so bekommen habe. Oh Gott, oh Gott. Ich sag mal, ich bin in einer Position, wo ich tatsächlich Familienangehörigen eine Freude machen kann, auch wenn da Ares draufsteht. So, worum geht's denn? Ich hab da... Übrigens ist um euch natürlich übelst viel Gekreisch und laut und so, ne? Okay, es gibt da diesen Namen von mir, so eine Art Spitzname ist das, der müsste weg. Ah, so ein Spitzname, der sich verselbstständigt und dann fast schon normativ, staatlich organisiert von allen angewandt wird. Quasi, es ist so, das ist fast schon kriminell. Ach Gottes Willen. Na gut, ich werde mal mit deinen Freunden reden, aber da müssen wir mal gucken, warte mal. Kannst du den Namen mal kurz hier eintippen? Ich tippe ihm den Namen da mal kurz an. Okay. Gut,
Muss ich erstmal gucken, eine Woche auf jeden Fall. Mhm. Und ich weiß, wir hatten da eine Vereinbarung, aber je nachdem, wie gut ist er denn? Ist das so ein richtig krasser Spitzname, der einfach hängen bleibt, oder ist das so einer, der wieder verfliegt? Der blieb im Ohr, doch. So einer, an den sich die Leute auch noch in 10 Jahren erinnern, ja? Vielleicht 7 oder so, aber ja. Okay. Warte mal, ist das richtig geschrieben? Da steht jetzt drauf 6K. Dann übergebe ich dir jetzt ein Kurzstück. Du schmuggelst ihn in seine Tasche. Ja. Also, ja, ist richtig geschrieben. Okay, gut. Aber hier, dein Brandon, kann ich das Album mal sehen? Ah, na klar, hier. Nehme ich das Album und wenn ich ihm das wiedergebe, hat er halt 2 Dinge in der Hand. Ja. Ah, danke. Okay. Also eben kurz drüber geguckt und dann gebe ich ihm das halt wieder. Ich sag mal, es lohnt sich nicht dafür reinzurennen. Ja, wenn ich mir so die Meute hier angucke. Ist so glücklich, kann deine Nichte gar nicht sein. Sagt das nicht, wie die mit ihren 4 Jahre alten Augen. Ich glaube, die hört die Musik dann also, nicht. Nee, also Korbrock mit 4, da sind zu viele Ausdrücke. Naja, die werden ja so schnell groß. Ja, aber weißt du, da kannst du ja gleich irgendwie den Brummlibär hören lassen. Das ist ja ähnlich kindergerecht. Der Brummlibär, war das nicht der... Ja. Oh Gott. Derjenige welcher. Oh, schön. Ach ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, da fällt es auch gar nicht auf, wenn ich das nur als Download-Album ergebe. Dann macht die es auch nicht so schnell kaputt. Ja. Ist auch einfacher. Das stimmt. Aber du, es ist jetzt echt spät. Ich wünsche dir morgen schöne Weihnachten. Ja, danke auch. Ich hoffe, dann lass du hast irgendwann ein bisschen Urlaub oder so. Und ich werde mal mit den Leuten reden und wenn sich das als, sobald sich da ein bisschen Einsicht eingestellt hat, dann würde ich dir nochmal, tja, wie macht man das am besten? Ja, ich würde dir dann einfach nochmal eine Nachricht schreiben, dass das klar geht. Das klingt doch super. Dankeschön. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Jo. Wenn du was rausrufst. Mach den schönen Tag dann noch, ne? Also morgen. Okay, prima. Jo, tschö. Schöne Feiertage. Hm. Cute. Wir trennen uns. Da wird Paulina irgendwann zu dir herabsteigen. Und das ist jetzt dein krasser Kontakt? Jupp. Okay. Ich glaube, wir sollten zurück. Kaffee? Den nehmen wir noch mit, ja. Ja, das ist gut. Gib's mir einen aus. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich gebe ihr wieder übrigens die Restkohle wieder. Hä? Also ingame habe ich das verstanden. Ja, das war mir schon. Ne? Das ist die Restkohle. Das sind 4K. Eigentlich sind das sogar 8K. Hatte ich vorhin gesagt 10 oder 12? Du hattest gesagt 10. Dann hast du es auf 6 runter. Und da ich noch 4 habe, ja, die ich jetzt nicht mehr habe, sind es tatsächlich, ja, naja, hab ich doch, was willst du denn? Stimmt ja alles. Okay. Wie hast du den runtergehandelt? Hast du ihn mit Antragsprügel gedroht? So ungefähr, nee, der schuldete mir noch was.
Okay. Hast du ihm seine Eier mal gerettet? Ich grinse ihn mal an. Du weißt doch, ich darf nicht so viel reden. Ich rede sowieso schon zu viel. Das kann ich nur unterschreiben. Möchtest du Zuckermilch? Wieso lachst du? Nur so. Zucker? Milch? Jo, alles rein damit. Jo, ich reiche hier einen gezuckert und einen gemilchten Kaffee. Jo. Cutie. Wie lange dauert das? Eine Woche ungefähr, dann meldet er sich. Okay. Gut, lass mal zurückfahren. Bin scheiße müde und mir ist immer noch kalt. Dafür ja den Kaffee. Jo. Ihr fahrt zurück. Wenn ihr ankommt, meint Misha gerade, jo, da müsst ihr euch vorstellen, der Frischling steht da gerade übel stolz. Ich hab die Kiste gefunden, Alter. Guckt euch an, ja. Ich bin so geil. Und dann sehe ich einfach nur so einen Schatten, so einen kleinen hinter ihm und so eine Hand auf seiner Schulter und dann, ey, du weißt ja, Frischling, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Bloß die Leute verstehen immer nicht, dass das was Schlechtes für die ist. Und dann hat sie den einfach übelst in den Boden gestampft. Also jetzt hier verbal und mit Cyberarm. Und dann hat sie den am Ende, hat sie den quasi an seinen winzigen Hoden einfach ins Einkaufszentrum geschleppt. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie ihm ein Tütü oder sich, weiß ich nicht, einen Baseballschläger kauft. Richtig geil, alleine dabei sein müssen. Total witzig. Die beiden Alten finden es dann tatsächlich sehr witzig. Mach dir nichts raus, Frischling. Wir haben uns nie so dumm angestellt. Das hätte ich euch auch nicht zugetraut. Das stimmt. Aber immerhin konnte ich ihr bei der Schuhauswahl helfen. Das ist eine Geschichte, die du uns irgendwann mal erzählst, aber Uti, da ist heute kein Platz mehr für. Uti, lass mich raten, sie hat trotzdem die weißen gekauft und nicht die schwarzen. Wer kauft sich denn weiße, arbeitsschutzmäßige Schuhe? Wie sieht Frauen. Das aus? Ja. Also, ich sag mal so. Wir haben jetzt ein sehr schönes Gangdokument auf WordPress. Zieh dir einfach mal in der Folgenpause rein und sag mir, wie die sich weiße Stiefel kauft. Siehst du, und so haben wir auch noch geschickt untergebracht, dass wir das Gangdokument jetzt hochgeladen haben. Aber das hat, also das hatten wir ja schon gesagt, dass es bereit ist, wenn die Folge, die jetzt Sonntag rauskam, oben ist. Achso, okay. Hier nochmal die Erinnerung, 13 Folge später, also da ist jetzt so ein Gangdokument, das ist übrigens sehr, sehr reduziert. Aber wunderschön. Wunderschön. Dann gibt's dann seitenweise Prosa über die Gang, aber nicht für euch. Ha! Das stimmt nämlich. Ich hab gedacht, das will doch keiner lesen. Ich hab nur keinen Bock, das ins Reine zu schreiben und hochzuladen. Nein, das will doch keiner lesen. Das zusätzlich. Judy, dann machen wir da jetzt mal ganz kurz ein Päuschen. Ui. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. So, ihr kleinen Nussecken. Ich ist jetzt ein bisschen so zwiespältig. Es ist eigentlich eine Folge, wo ich sehr viel eigentlich erklären wollen würde, das aber eigentlich kein guter Zeitpunkt ist. Irgendwann mache ich das vielleicht mal als extra Video irgendwie, wo da müssen wir uns mal über die Vori unterhalten.
Es wird wieder ein sehr einseitiges Gespräch. Aber das wird irgendwann mal passieren müssen. So, deswegen will ich jetzt auch, ansonsten, ja, ich meine, ist ja im Wesentlichen eine Carbon-Solo-Session gewesen. Etwas ungeplant. Weil ich dachte, es ist dann eher zu Ende. Deswegen ungeplant, das, was da passiert ist, das wollte ich schon so machen. Das war tatsächlich mit Sinn und Verstand. Das Einzige, woran ich mich jetzt auch noch spezifisch erinnere, war dieser wunderschöne Moment, wo Kavan überhaupt nicht gleich gerafft hat, was Polina meint, von wegen, du kapierst das nicht, du bist ein Mann. Das ist voll witzig. da dachte ich mir so, das ist ja jetzt easy, da lauert sie mal kurz, dann sagt er, und dann wird sie ihm bestimmt unangenehm und dann hält er den Mund, aber der hat das einfach, der wusste ja auch nicht, was ich meine. Das war voll schön. Irgendwie. Jotti. Es ist nicht leichter für weibliche Gängösen. Gangliasen. Gängerin ist immer noch am einfachsten. Ist nicht einfacher. In ganz vielerlei Hinsicht. Deswegen muss man die auch hegen und pflegen. So wie ich das mache. Also zum Beispiel mit Jojo. Ne? Wenn ihr als Shadowrunner mal auf eine weibliche Gängerin trefft, dann zeigt ihr mal ein bisschen Verständnis. Habt mal ein bisschen Empathie. Seht die Sorgen und Nöte, die sich gerade aufgrund festgefahrener Rollenmodelle bezüglich halt der Gängerin ergeben. Und in den Konflikten, in denen die da stehen, die den Männern ja nicht, mit denen die nichts zu tun haben und die denen gar nicht auffallen. Es ist wichtig, dass wir mal wieder anfangen, ein bisschen mehr uns in die anderen Menschen hineinzuversetzen. Für eine bessere Welt. Dass man wieder ein bisschen Rücksicht nimmt. Sich auch mal fragt, wie geht's dem anderen? Warum ist er denn so dumm? Was ist denn da? Und wir fangen an mit den weiblichen Gängerinnen. Das ist nämlich das ist jetzt genau. Ein Bildungsauftrag hat ja auch häufig zu tun mit einem politischen Auftrag. Das ist jetzt der politische Anteil für diese und die nächsten, ich glaube eigentlich nur diese Folge. Dass man sich einfach mal mit feministischem Gedankengut wirklich ernsthaft auseinandersetzt und nicht nur sagt, das ist doch Quatsch, wenn wir überall ein In dranhängen. Ne? Und mal ein bisschen guckt, wie ist denn so die Situation? Und wir können nicht immer nur auf irgendwelche alleinerziehende Mütter mit Hartz IV gucken, dass sie natürlich noch kriegen, weil sie alleinerziehende Mütter sind. Weil da wissen wir ja, die sind am Arsch. So, die sind der gesellschaftliche Abfall, der ist ja auch, das ist ja ganz klar, ne? Sondern wir gucken jetzt auf die Gängerin. Ist viel wichtiger. Ist ein viel größeres Problem. Da sind auch die Verbindlichkeiten viel höher. Da sind ja auch die Lebenssituation für die ist ja noch viel bedrohlicher. Die sind ja tägliche kleine Traumatisierung. Das sind ja auch Belastungssituationen, die sie auch nur schwer und so weiter. Nächstes Mal wird auf die nicht geschossen. Ah, doch, muss ja trotzdem auf die geschossen werden, scheiße. Aber mit Verständnis wird auf die geschossen. Mit Verständnis für ihre Situation. So. Ich hoffe, da sind wir uns jetzt einig. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf The Greener Grass und von The Cheese Mice mit Cheese Mice on a Peace Garage. Dieses Bild ist von Evil Team mit dem Titel Dooms, ja, recht auch scheiß nach Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Klein geil Milzbros.